Bei der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs ist keine Zeit zu verlieren. Der Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine Erkrankung des späten Lebensalters. Er tritt meistens bei Patienten mit 60 Jahren ein und macht sich erst in einem sehr, sehr späten Tumorstadium bemerkbar. In der Regel ist es die Gewichtsabnahme, das schlechte Vertragen von Essen und die Gelbsucht, die zu Problemen führt. Da die Patienten meistens mit der Gelbsucht sich dem Arzt vorstellen, erfolgt als erster Linie eine Gastroskopie und eine Endoskopie des Gallenganges. Hier stellt man meistens fest, dass ein Tumor diesen Gallengang verschlossen hat. Es erfolgen Gewebebiopsien und im Anschluss eine Computertomographie oder MRT, um den Tumor darzustellen. Es gibt nur eine Möglichkeit, den Bauchspeicheldrüsenkrebs zu behandeln, und das ist die Operation. Die Operation hat das Ziel, Lymphdrüsengewebe als auch den Tumor in Gänze zu entfernen. Das ist eine große Operation, die, wenn sie gelingt, aber gute Heilungschancen hat.